Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem weiteren Wacken Open Air Video. Das letzte hat euch ja ziemlich gut gefallen und kam auch relativ gut an, obwohl es gar nicht auf meinen YouTube-Kanal passt. Heute geht es um den Running Order, der wurde irgendwie so heute oder gestern oder so veröffentlicht. Und ich habe schon so einen kleinen Schnipsel gesehen von der Jenny von Feuerschwanz und das sah ziemlich gut aus. Es war von einem Tag von der Hada und da muss ich sagen, ja, kann man machen. Ist gut. Ja, wie gesagt, letztes Video kam ziemlich positiv an und macht immer noch gut Klicks. Dementsprechend dachte ich mir, auch mein First Blick, also mein ersten Blick auf den kompletten Running Order, teile ich mit euch. So bekommt ihr den auch mit. Ich habe heute mal geguckt, die Ticketbörse ist immer noch nicht freigegeben, was den Download angeht. Das sollte jetzt aber zeitnah losgehen. Ab Mitte Juli können wir ja unsere Karten ausdrucken bzw. aufs Handy laden. Heute war es noch nicht so weit und ich würde sagen, wir fangen an. 5 Tage Heavy Metal. Und im Übrigen ist von der alten Gruppe Zass die neue EP draußen, wo ich mit der Gitarre drin rumklimper. Ich schneide euch mal kurz was rein, dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr auf Spotify und die anderen gängigen Plattformen das Ganze weiterhören wollt. Am Montag spielen schon die ersten Gigs und ich bin ein bisschen traurig, weil ich werde am Dienstag anreisen und am Montag spielt Mutz. Ich hätte ihn wirklich gerne solo gesehen. Wirklich. Wirklich. Ja, und achso, und falls es dir gefällt und du sagst, ja, keine Ahnung, ist cool, hinterlass dem Video gerne ein Däumchen nach oben und falls du mich noch nicht abonniert hast, auch gerne ein Abo, auch wenn ich natürlich gestehen muss, es wird einen Vlog von Wacken geben und vielleicht sogar einen Bühnenbericht, ich bin da dran, aber es wird natürlich hauptsächlich weiterhin um Gaming in diesem Kanal gehen, also zu 99,999% Gaming und zu 90% davon auch der LS. So, also Montag, Welcome to the Jungles von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr ist Mutz, der Sänger von Drone. Ich hätte ihn so gern gesehen, aber ich reise erst am Dienstag an. Und was natürlich auch heißt, die kleineren Bühnen sind wieder offen. Die ganze Zeit über. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass durch den Wacken Wednesday, dass man vorher schon aufs Gelände kann und schon ein bisschen Live-Musik und so hören kann, dass es das nicht mehr gibt. Es gibt es noch. Nur die großen Bands, die muss man sich halt extra kaufen für Summe X. Ich weiß immer noch nicht, wie viel es ist, weil es mich nicht interessiert von den Bands her. Da haben wir die LGH Club Stage mit Gwendiert und Burger Kill. Gwendiert, wir machen hier mal einen neuen Tab auf. Na, möchte es laden? Nö, ich warte gerade seit 5 Minuten und es möchte immer noch nicht laden. Das Problem habe ich übrigens seit längerem, was die Wackenseite angeht, dass die einfach nicht laden möchte. Zum Beispiel auch, was die Presseinfos und so angeht. Egal. Ja, die beiden Bands spielen dann ja quasi nach Mutz auf der LGH Club Stage. Dann gehen wir mal zum Dienstag weiter. Dienstag, Welcome to the Jungle, 19 bis 20 Uhr Mambo Court und danach Akustik Steel. Auf der LGH Club Stage haben wir The Drift, The Walkways und Criminal. Ja, schönes kleines Line-Up. Und Mittwoch natürlich hier auf der Lauda, dort wo Wacken Wednesday stattfindet. Hier Brothers of Metal, Glory Hammer, Epica, Avantasia. Ja, dafür muss man Geld zahlen. Dann haben wir aber auf der Headbanger Stage haben wir auch ein komplettes Line-Up, der halt ja kostenlos im Endeffekt ist. Da haben wir noch nicht alles bestätigt. Hier ist noch einiges offen. Aber wir haben hier schon mal Crin, wir haben Speedy Man, Nephilim, Loudness und Nightfire, The Night Flight Orchestra. Okay, wow. Ich kann nicht mehr reden, es ist zu spät. Und dann fängt ja auch schon der Donnerstag an. Ach nee, hier guck mal, Wackinger Stage. Ah, ich bin zu voreilig. Hier werden einige Bühnen eröffnet. Also, dann haben wir hier am Mittwoch weiterhin noch. Dann haben wir Lycanthropie, The Iron Maidens haben wir hier, die weibliche Iron Maiden Coverband und Michael Monroe.
kann man sich auf jeden Fall auch geben. Und dann haben wir Wackinger Stage hier, Wacken Firefighters, der Klassiker auf dem Wacken. Mr. Irish Bastard ist auch ganz cool. Northgard kann man sich auf jeden Fall geben. Knasterbart ist jetzt persönlich nicht so meins, ist aber auch ganz witzig. Weiter geht's auf der Wasteland Stage mit, Indian Nightmare ist eigentlich auch ganz cool. Kadaver wollte ich mir eigentlich auch geben und Criminal kann man sich auf jeden Fall auch geben. Ja, Welcome to the Jungle, Mambo Court, muss man mögen, ne? Und hier LGH Club Stage haben wir Thundermother. Unplugged Show, okay. Und dann geht es Donnerstag. Donnerstag geht es dann richtig los. Auf der Faster haben wir erstmal Dirk Schneider und Judas Priest werde ich mir beide geben, auf jeden Fall. Habe ich mir jetzt so auserkoren. Auf der Harder, ja, Skyline, Gravedigger, Merciful Fate. Also ich sag mal, Judas Priest und Gravedigger werde ich mir auf jeden Fall geben. Ich wurde unter dem letzten Video verurteilt, dass mir Merciful Fate nichts sagt. Habe ich mir angehört, ist absolut nicht meins, würde ich absolut nicht vermissen. So viel dazu. Lauda wird eröffnet von Torfrock. Sind wir wieder beim Thema, wenn man es braucht. Dann haben wir Corvus Corax, kann man sich auf jeden Fall auch geben. Hier nochmal Thundermother, Hämatom spielen, Berlin Show, okay, Berlin Show sagt mir jetzt so nichts, was das sein wird, aber Hämatom spielen doch relativ früh, muss man sagen, die sind ja eigentlich schon ziemlich groß. Rose Tattoo werde ich mir auf jeden Fall geben, also ab hier so Rose Tattoo werde ich dann so langsam zu den Bühnen, zu der großen Bühne rübergehen. Overkill kann man sich auch geben und war auch. Dann haben wir auf der Headbanger Stage von den Bands, die ich jetzt so gucken würde, bislang so gar keine. Denn die Reed Stage haben wir Mr. Misery, würde ich mir auch live mal kurz geben. Und Rotten Christ. Oh mein Gott, mit wem spielt 21.45 Uhr. Das ist aber, das wird irgendwie zwischen Gravedigger und Judas Priest nochmal zu Rotten Christ laufen. Das ist ja unangenehm. Das ist ja sehr unangenehm. Ich möchte mir auf jeden Fall Judas Priest angucken, aber ich wollte mir eigentlich auch auf jeden Fall Rotten Christ angucken, weil Rotten Christ halt echt geil sind. Müssen wir mal gucken, ne, wie wir wahrscheinlich bei Rotten Christ dann so 22 Uhr abhauen, damit man irgendwie Judas Priest noch mitbekommt. Oh, das ist echt traurig. Das wäre eine Viertelstunde. Oh, das finde ich jetzt ja schade. Ja, hier, letzte Instanz kann man sich auf jeden Fall auch geben. Visions of Atlantis ist... Ich habe mir mein Urteil im letzten Video schon darüber gefällt. Einfach, die Sängerin hat so ein Talent, ihre Bands nach 2-3 Jahren im Stich zu lassen. Eric Fish and Friends, Headliner-Show auf the Wackinger Stage. Ist okay. Wer es mag, ist nicht meins. Dann haben wir die Wasteland Stage, wo wir nichts haben. Jetzt so erstmal von dem, was wo ich sagen würde, dass ich mir das angucken müsste. Hier Mambo Court mal wieder. Kann man machen, ist okay. Dann sind wir schon am Freitag auf der Faster. Haben wir einen anderen Kadaver. Würde ich mir auch gucken. In Extremo spielen vor Slipknot. Auch cool. Was ich witzig finde, wir haben jetzt hier auf Harder, haben Feuerschwanz eigentlich den klassischen In Extremo-Slot. Wobei man natürlich auch sagen muss, den Slot, den In Extremo jetzt hat, der ist halt schon auch geiler als der Slot von Feuerschwanz. Aber Feuerschwanz hat jetzt den klassischen In Extremo, den klassischen Wir machen die Bühne zu Slot. Das ist schon ein kleiner Ritterschlag. Auch dass Feuerschwanz halt spät abends auf der großen Bühne spielt und nicht irgendwie als Opener. Ich verstehe schon, warum Jenny da schon so begeistert von dem Slot ist. So direkt nach Slipknot auf derselben Bühne und dann, ja, die Bühne zumachen an dem Abend. Ist schon ziemlich geil. Egal. Wir gehen jetzt mal hier, wie gesagt, In Extremo würde ich mal auf jeden Fall angucken. Finde ich ganz cool. Und das komplette Line-Up der Harder Stage ist echt cool. Ich hoffe, dass nichts richtig Interessantes währenddessen auf den anderen Bühnen läuft. Ich blicke hier Freedom Call raus. Freedom Call, habe ich ja erzählt, ist so eine Band, die habe ich mir dreimal vorgenommen, live zu sehen. Dreimal war ich auf dem Festival, wo die waren, und dreimal habe ich die nicht gesehen. Das könnte jetzt tatsächlich schon wieder so eine Nummer werden, weil die ziemlich während
dessen mit hier Lacuna Coil spielen. Und Lacuna Coil wollte ich mir auf jeden Fall angucken. Wie war Kiss in Dynamite, Lacuna Coil, Edsel Gates, Limp Bizkit, Slipknot, Feuerschwanz. Alles Bands, die ich mir angucken möchte. Also Freitag könnte wirklich so ein faster, harder Tag werden, komplett. Dann haben wir auf der Lauda Stratovarius, würde ich mir geben. Oh, Alligator. 18 bis 19.15 Uhr. Wer spielt denn währenddessen hier? Oh, das passt mir ganz gut. Das ist, ja, da würde ich dann mal zu der Lauda rüber schlendern. Kann man auf jeden Fall machen. Danach haben wir Venom und, oh, als Late-Night-Special, ich will ja nichts sagen, aber Feuerschwanz, es tut mir leid, ich werde definitiv zu Asp gehen. Ja, so viel dazu. Headbanger Stage haben wir Crypta. Crypta finde ich eigentlich relativ interessant. Freedom Call. Satan ist eigentlich auch ganz cool. Ja, Mambo Court. Warum und warum jeden Tag? Naja, reden wir nicht drüber. Ja, aber wie gesagt, das hier wird so eine. Der Freitag wird so eine faster, harder, lauter Tag sein. Dann haben wir die Weed Stage mit Lucifer und Manta. Manta ist eigentlich auch ganz cool. Und Me at the Man kann man auch machen. Und auf der Wackinger haben wir jetzt nichts, was mir jetzt auf dem ersten. Ja, Wind Rose könnte man sich auch noch geben, aber naja, ist okay. Kann ich doch verzichten für das Line-Up auf den großen Bühnen. Dann sind wir hier auf der Wasteland Stage. Ja. Und hier auf der Club Stage haben wir nochmal Skyline. Okay. Samstag und eigentlich auch der letzte Festivaltag, oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Haben wir auf der Faster SLA Dying, würde ich mir auf jeden Fall geben. Genauso wie Arch Enemy und Lordi habe ich auch noch nie live gesehen. Hada, Orden Organ, Taya to Rune, Hämatom, nach wie vor nicht wirklich meins. Und Powerwolf. Ich habe im letzten Video ja schon gesagt, Powerwolf hat mittlerweile so Größe, dass die Headliner-Slot haben können. Die haben Headliner-Slot. Und was auch natürlich stehen ganz oben auf dem Plakat. Also, das könnte auch wieder so ein faster, harder Tag werden. Hier mit Arch, mit SLA Dying, Arch Enemy, Lordi, Tire to Rune und Powerwolf, Orden Organ. Ja, vielleicht auch. Dann haben wir auf Lauda, haben wir, ja, nicht so, was mich persönlich wirklich interessieren würde. Auf der Headbanger Stage haben wir Voice of Baseprot. Wieder die Band, wo ich über den Namen stolper. Die drei Mädels in Burka. Hate, ja, auch insgesamt nicht so interessant für mich persönlich. Auf der Weed Stage haben wir selbe Spiel. Auch nichts, was mich sonderlich interessieren würde. Auf der Wackinger Stage die Höhner. Okay, ja, kann man, habe ich ja gesagt, würde ich mir angucken, einfach weil ich es lustig finde. Nochmal die Wacken Firefighters und ja, sonst eigentlich nichts, was so unbedingt interessant ist. Wasteland Stage, ja, Watch Out Stampede ist okay, kann man machen. Währenddessen bin ich aber bei den großen Bühnen und ansonsten, ja, das, die weiteren Bands auch nicht meins. Und damit sind wir ganz unten angekommen. Das ist jetzt nur das Musik-Line-Up, nur was Musik angeht. Wir haben ja noch hier den Running Order gesamt, wo wir dann auch noch andere Sachen mit drin haben. Möchten natürlich mal wieder laden, wie wir es kennen. Lädt natürlich nicht. Dort haben wir halt alle anderen Events, die auf dem Wacken stattfinden, wie Wrestling und sowas, auch mit drauf. Guckt es euch selber an. Ich kann es euch offensichtlich nicht zeigen. Ja, vielleicht sehen wir uns auf dem Wacken. Wenn ja, sprecht mich an, trinken wir ein Bier zusammen oder so. Und dann hoffe ich, dass es euch so ein bisschen gefallen hat, mal eben 10 Minuten Unterhaltung. In dem Sinne, danke fürs Einschalten. Bis dann, Däumchen nach oben, Abo für meinen Kanal und ciao.